Okay. Als nächstes möchte ich euch die Exceptions vorstellen. Exceptions ist ein Konzept, mit dem man sich zugesteht, dass es nicht möglich ist, komplett fehlerfreien Source Code zu entwerfen, sondern man sagt, okay, wir sind alle nicht perfekt, aber wenn es zu Fehlern kommt, dann wollen wir darauf reagieren können, um vielleicht zu verhindern, dass die Fehler schlimme Folgen haben. Und das ist die Bedeutung und Motivation, Exceptions zu nutzen. Wir wollen verhindern, dass Fehler schlimme Folgen haben können, indem wir diese Fehler diagnostizieren und darauf dann einwirken. Man muss sich das so vorstellen, dass man quasi im Programm eine Falle stellt. Und wenn ein Fehler auftritt, dann verfängt sich der Fehler in dieser Falle. Und dann kann ich den Fehler eben bearbeiten, indem ich ihn zum Beispiel auch repariere, dass dann also nichts Unerwartetes passieren kann. Nehmen wir mal das Beispiel, ich habe hier irgendeine Pseudocode-Funktion. Zum Beispiel eine Funktion, die einfach aufsummieren heißt. Die kriegt irgendeine Variable als Input. Und sie hat jetzt verschiedene Anweisungen. Die mache ich mal hier nur als Kringel. So, und wenn ich diese Funktion, deren Zeilennummern ich noch hinschreibe, ausführe, dann kann es sein, dass ich mitbekomme, dass immer in der Zeile 4 eine Index-Out-of-Bounds-Exception auftritt, aber nur bei ganz bestimmten Situationen. Wenn die Situation eintritt, dann kriege ich so eine Exception, ansonsten läuft das Programm durch. Also die Zeile 4 könnte potenziell eine Array Index Out of Bounds Exception werfen. Es kann auch sein, dass ich ab und zu mal feststelle, dass in der Zeile 2 bei ganz bestimmten Werten von A eine Null-Pointer-Exception geworfen wird. Und immer wenn diese Exceptions geworfen werden, wird ja das Programm komplett abgebrochen. Jetzt kann es aber sein, dass diese Methode aufsummieren gar nicht so die super wichtige Methode ist. Weswegen ein Fehler in dieser Methode zwar schon ärgerlich ist, aber nicht die Rakete zum Explodieren bringt. Sodass ich sage, okay, wenn da ein Fehler passiert, dann möchte ich diesen Fehler einfangen und ich möchte ihn reparieren. Aber die Ausführung des Programms soll trotzdem weitergehen.
Und das kann ich mit Exceptions machen. Exceptions werden eben geworfen und können in einem sogenannten Try-Scope aufgefangen werden. Try, Catch, Scope. Der Scope ist ein Bereich in meinem Programmiercode, der eine bestimmte Menge von Zeilen umfasst. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die Zeile 2 in einen Try-Catch-Scope legen und auch die Zeile 4. Das ist wie sozusagen ein vorbereiteter Verbandskasten oder ein Verband oder ein Pflaster. Der liegt schon daneben. Der liegt schon neben der Zeile 2 und neben der Zeile 4. Da liegt schon ein Pflaster, falls hier ein Fehler auftritt. Dann kann sofort dieser Fehler behandelt werden mit dem Pflaster oder dem Verbandszeug. Also schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich habe eine Funktion. Public. Keine Ahnung, gibt nichts zurück. Void. Ich nenne sie einfach mal add. Sie hat irgendwelche Eingaben oder auch keine, das ist jetzt nicht so wichtig. In dieser Funktion gibt es einen String s. Und den setze ich auf null. Lass mal bitte hier noch ein bisschen Platz, da kommt gleich noch ein Wort dazwischen. Wenn ich jetzt mit s.length versuche, auf die Länge zuzugreifen, dann gibt es hier eine Null Pointer Exception, weil diese Referenz, auf die s zeigt, also s ist eine Referenz auf null, auf kein Objekt, dann kann ich von dem auch nicht die Methode aufrufen. Und das Programm würde abstürzen. Wenn ich jetzt auf diesen Fehler warten möchte und ihn quasi einfangen möchte, um ihn zu reparieren, dann brauche ich dafür einen Try-Catch-Scope. Und dieser sieht wie folgt aus. Ich mache mir mal ein bisschen Platz. Nur eine Zeile. Und zwar schreibe ich jetzt vor den Zeilen, die eventuell fehlschlagen können, ein Try. Dann sage ich, wie lang soll denn dieser Scope sein? Und der Scope umfasst jetzt also die Zeilen 2 und 3. Also hier habe ich jetzt die Zeilen 2 und 3. Diese bilden einen Body und dieser Body wird eben auch Scope genannt. Scope auf Deutsch heißt so viel wie Umfang.
Und zu einem Try gehört ein Catch. Dieser Catch kriegt irgendwas und macht dann irgendwas. Also, der Try-Bereich, der Body hinter dem Try, das ist der Bereich, in dem wir einen Fehler erwarten. Der Catch-Bereich fängt dann einen erwarteten Fehler auf und bietet Verhalten, um diesen Fehler zu reparieren. Wir müssen noch sagen, was für einen Fehler wir erwarten. Und wir sagen, wir erwarten einen Null Pointer Exception. Und diese Null Pointer Exception, die wird in der Variable e abgespeichert. Ich muss also bei einem Catch sagen, was für einen Fehler möchte ich denn dort auffangen? Zum Beispiel den Null Pointer Exception. Könnt ihr das eigentlich mal lesen? Ja. Ja, es ist schwer zu lesen. Okay. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in dem Catch-Bereich, dass ich eine Ausgabe mache oder dass ich den String S anders initialisiere, damit er nicht null ist. Also ich kann jetzt irgendeine Art von Gegenmaßnahme in diesem Catch-Bereich durchführen. Ich schreibe mal als Kommentar Gegenmaßnahme hin. Ja, zum Beispiel könnte ich hier den String S auf irgendeinen Wert setzen, der dann nicht null ist. Und das ist eine Methodik, wie ich mit Fehlern umgehen kann. Wenn ich also weiß, okay, es kann Fehler geben, dann kann ich diese Zeile, wo diese Fehler auftreten können, in einen Try-Scope reinpacken und dann wird dort überwacht, ob da ein bestimmter Fehler auftritt. Und dieser Fehler, der da auftritt, wird dann in dem Catch-Block abgearbeitet. Wir probieren es mal aus. Ich nehme mal hier nur meine Mail-Methode. Die vorhin geschriebenen Methoden, die lösche ich mal raus. Und ich zeige mal ein Beispiel, wo wir den Fehler auffangen, der entsteht, wenn wir auf einen Array-Slot zugreifen, der nicht für uns im Speicher angelegt wurde. Ich erzeuge mal ein String-Array. Und ich sage mal, der soll 10 Slots groß sein. Wenn ich jetzt versuche, auf der Konsole den String Array am Slot 10 auszugeben, dann wissen wir, dass das nicht geht, weil wir ja mit der Position 0 beginnen zu zählen. Das heißt, der letzte Slot trägt
den Index 9 und 10 würde also nicht funktionieren. Ich kriege da auf der Konsole, wenn ich jetzt Play drücke, eine Exception, nämlich die Array Index Out of Bounds Exception. Na, das ist nichts Neues, das wissen wir schon. Mittlerweile wissen wir auch genau, was wir tun können. Und jetzt gucken wir uns mal an, was können wir denn tun, wenn das Programm selbst versucht, dieses Problem zu beheben. Also, wie könnten wir zu einem solchen Problem kommen? Nehmen wir mal an, wir haben eine Vorschleife und die guckt einfach für 20 Slots nach, was ist denn in einem String-Array enthalten. Und es ist ziemlich klar, dass wir spätestens, wenn wir i auf den Wert 10 stehen haben, dass wir dann diese Null-Pointer-Exception kriegen, weil wir tatsächlich auf dem Speicher nur Slots 0 bis 9 zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und jetzt kann ich aber die Zeile 16, die mir hier dieses Problem erzeugt, die kann ich in eine Art beobachtete Umgebung verbannen, die darauf dann achten soll, ob da eine Array Index Out of Bounds Exception entstehen soll oder entstehen würde. Und das ist dann der sogenannte Try Scope. Also sage ich try, auf Deutsch versuche mal was, was auch schief gehen kann. Und zwar, dass der Zugriff auf das String Array und wir gucken mal, wir beobachten das, was in dem try scope drinsteht. Und wir prüfen, ob dort vielleicht eine Array Out of Bounds Exception erkannt wird. Und falls diese erkannt wird, können wir hier Gegenmaßnahmen ergreifen oder auch Reparaturmaßnahmen. Ja, zum Beispiel könnten wir sagen, hey, die Variable i, die sollte nicht bis 20 hochzählen, ne? Sowas in der Richtung. Oder wir könnten jemanden benachrichtigen, hey, hier ist gerade ein Fehler passiert, guck dir das mal an. Wenn ich jetzt das Programm ausführe, kriege ich keine Exception mehr auf der Konsole angezeigt, weil die Fehlerbehandlung wird jetzt in dem Catch-Block durchgeführt. Wir können da mal eine Ausgabe uns reinschreiben. Wo wir mal sagen, Fehler erkannt. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehe ich, dass hier die ersten 10 Mal die Inhalte des Arrays ausgegeben werden. Das ist natürlich alles null, deswegen steht da null. Und dann kommt 10 Mal Fehler erkannt. Und wir haben jetzt die Array Index Out of Bounds Exception abgefangen. Weil wir vermutet haben, dass die dort passieren kann, haben wir das in den Try-Scope reingetan. Und können jetzt den Fehler behandeln. Schon bereit.
Okay, wir werden mal das Ganze ein bisschen üben, damit wir mal sehen, wo wir das sinnvoll einsetzen können. Ich möchte, dass ihr mal eine Funktion schreibt. Diese Funktion soll heißen einfach nur add und sie soll ein String s in eine Liste einfügen und die ist vom Typ String Array. Und am Ende soll die Methode add die Liste zurückgeben mit dem hinzugefügten String s. Also einfügen von s in Liste am Ende der Liste. Und dann Rückgabe der Liste mit S, was wir am Ende eingefügt haben. Und hier drin, da machen wir eine Fehlerbehandlung. Und zwar können wir mal schauen, ist denn die Liste überhaupt existent? Ist die Liste vielleicht null? Wir können schauen, ob die Liste voll ist. Und das sind dann also Fehler, die passieren können. Ne? Die Liste ist entweder null oder sie ist voll. Ich soll aber was einfügen in die Liste und ich soll am Ende auf jeden Fall etwas zurückgeben, was ich dann weiter nutzen kann. Also muss hier eine Fehlerbehandlung durchgeführt werden. Okay, ich schreibe mal auf, wie dieser Fehler eben auftreten könnte.
Und zwar könnte es eben sein, dass ich sage, okay, in der Liste an dem nullten Slot füge ich jetzt S ein. Und dann returne ich die Liste. Ja, okay. Dann Liste .length minus 1. So, jetzt kann ich hier in der Main-Methode sagen, ich hätte gerne mal die Methode add aufgerufen. Ich übergebe der irgendeinen String, wie zum Beispiel hi. Aber die Liste, die ich dieser Methode übergebe, die ist null. Es kann sein, dass irgendjemand diese Liste noch nicht erstellt hat. Ja, das ist das Gleiche, als wenn ich hier sage, ich habe ein String-Array und den setze ich auf null. Das ist das Gleiche, wenn ich hier String-Array übergebe. So, wenn ich jetzt in der Zeile 8 auf meine Liste zugreife und da die Member-Variable Länge auslese, kommt es zu einer Null-Pointer-Exception. Das heißt, meine Liste ist null. Ich möchte aber auf diesen Fehler reagieren. Und deswegen kann ich hier das in einen 3-Bereich reintun und dann sagen, dass ich beobachten möchte, ob hier eine Null-Pointer-Exception erkannt wird. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich reagiere darauf, indem ich ein String-Array mal erstelle. Und in dieses String-Array an die Stelle 9 zum Beispiel meinen String abspeichere. Ich gebe mal auch eine Konsolenausgabe aus. Liste wird verarztet. Und wenn ich jetzt die aufrufe, dann sehe ich, okay, es wird hier mein Catch benutzt, um die Liste zu reparieren, also um dieses String-Array zu erstellen. Okay, für euch verständlich, wie man Try und Catch anwendet, ist das klar? Ja? Genau, dazu kommen wir jetzt. Nehmen wir mal an, ich würde an eine feste Slot-Position dieses S einfügen. Zum Beispiel an den Slot-Index 100. Wenn hier unten beim Erschaffen in der Main
eine Liste mit 200 String-Slots erzeugt worden ist, habe ich auch kein Problem. Ich kann es ausführen und nichts passiert. Wenn aber da nur 20 Slot-Positionen in diesem String-Array drin sind, dann kriege ich eine Array-Index-Out-of-Bounds-Exception. Und wenn das String-Array komplett gar nicht vorhanden ist, also null ist, würde ich eine Null-Pointer-Exception kriegen, aber die kann ich immerhin hier schon mal behandeln. Jetzt möchte ich auch noch behandeln, dass ich eine Array-Index-Out-of-Bounds-Exception haben könnte. Ich möchte an den Slot-Index 100 was reintun, aber ich habe gar nicht 100 Slots. Also muss ich darauf reagieren. Und die Catch-Scopes, die nach den 3-Scopes kommen und dort eine Fehlerbehandlung ausführen, die kann man auch linear hintereinander schalten und sagen, okay, jetzt möchte ich mal auf einen Fehler reagieren, wo ich eine Array-Index-Out-of-Bounds-Exception erwarte. Wenn ich jetzt Play drücke, dann kriege ich Array Index Out of Bounds als Ausgabe. Das heißt, Eclipse hat jetzt bei der Ausführung in dem Java-Programm gemerkt, okay, hier kommt jetzt keine Null Pointer Exception, sondern es kommt eine Array Index Out of Bounds Exception. Und wie könnte ich die behandeln? Ich könnte sagen, okay, String Array Liste 2 ist gleich New String Array. Mit 200 Slots. Und dann kann ich sagen, for für alle Strings, die bereits in der Liste drin sind, schreib mal bitte nehme eine Laufvariable, for int i gleich 0, i kleiner als Liste.length, i plus plus, und in die Liste 2, an die Stelle i, kommt jetzt das rein, was an der Liste, an der Stelle i steht. Jetzt kopiere ich also alles rüber, jetzt kann ich an dem 100. Slot, wenn ich das halt möchte, mein S einfügen. Und zum Schluss sage ich noch, dass meine Liste, die da zurückgegeben werden soll, dann die Liste 2 sein soll. Also was mache ich, wenn ich merke, ich habe nicht genug Platz in der Liste, dann erstelle ich einfach eine neue Liste. Ich kopiere alle Strings aus meiner ersten Liste in die zweite und habe dann
mehr Platz und kann dort dann mein String S einfügen. Ich gebe allerdings dann eine Referenz auf die neue Liste zurück, damit derjenige, der diese Methode aufruft, auf jeden Fall eine Liste bekommt, die alle Elemente enthält und auch mein String S. So, wir können mal schauen, ob das funktioniert. Ich fülle mal ein String Array. Mit ein paar Werten. 1, 2, 3. Und dann gebe ich mal über die Methode add das 100 dazu. Ich fange dann mal das String Array, was dort zurückgegeben wird, auf. Und dann gebe ich mal auf der Konsole alles aus, was in dem String Array 2, was ich ja von der Methode add zurückgeliefert bekomme, dann drin ist. Und wenn das klappt, was ich mir gerade gedacht habe, dass falls die erste Stringliste, wenn die zu klein ist, dann wird einfach eine neue erstellt mit den Inhalten der kleinen Liste, wird auch die neue gefüllt, plus mein übergebenes String S, was hier 100 heißt, kommt dazu. Wenn das alles funktioniert, müsste ich auf der Konsole zuerst erkennen, oh, jetzt wird eine Ausnahmebehandlung durchgeführt in dem Catch-Block, der sich mit dem Array Index Out of Bounds beschäftigt. Und die Rückgabe der Methode add ist jetzt hier zu sehen. Wir sehen, 1, 2, 3 ist enthalten. An dem Slot 100 haben wir unser String 100 und die restlichen Slots bis zu 200, die sind 0, also nicht gefüllt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt den Fehler reparieren können, ohne dass unser Programm abgestürzt ist. Und es ist ganz hilfreich, wenn man kleinere Fehler sofort mit einem Try-Catch-Scope identifizieren und beheben kann und somit verhindert, dass das komplette Programm abbricht. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Tesla und dort ist gerade der Autopilot aktiv. Es fängt an zu regnen und der Scheibenwischer soll aktiviert werden. Der liefert aber eine Exception. Wenn man jetzt keinen 3-Catch-Block verwenden würde, dann würde das komplette Tesla-Programm abstürzen und euer Auto mit 200 km/h würde nicht mehr durch eine sinnvolle Kontrolle gesteuert. Wenn ich aber die Exceptions in so einen 3-Catch-Block reintue, dann wird die Scheibenwischer-Exception abgefangen, behandelt, teilweise repariert und das Auto kann ganz normal weiterfahren, ohne dass das komplette Tesla-Programm abstürzt. Und ich habe hier oben auf zwei verschiedene Ausnahmen reagiert.
nämlich einmal auf die Null Pointer Exception und einmal auf die Array Index Out of Bounds Exception. So, diese Exceptions, Null Pointer Exception und Array Index Out of Bounds Exceptions, könnte ich auch zusammenfassen. Das ist aber nicht sehr ratsam, weil dann weiß ich nicht mehr genau, was für ein Fehler ist denn da gerade passiert. Warum kann ich das zusammenfassen? Die Null Pointer Exception, wie auch die Array Index Out of Bounds Exception, das sind Objekte, die in einer Klasse definiert werden, die halt Null Pointer bzw. Index Out of Bounds Exception heißt. Und diese erben von der Klasse Exception. Das heißt, ich kann auch sagen, anstatt jetzt Null Pointer Exception und einzeln davon getrennt Array Index Out of Bounds Exception abzufangen, sage ich, ich fange einfach nur Exception ab, weil alle Exceptions sind Kinder der Klasse Exception. Und jetzt sagt mir Eclipse, hallo, du hast doch schon alle Exceptions behandelt. Jetzt brauchst du keine Array Index Out of Bounds Exception mehr danach abfangen, weil hier oben werden ja alle Exceptions behandelt. Aber es ist eben jetzt sehr schwer rauszukriegen, habe ich denn jetzt hier eine Array Index Out of Bounds Exception oder eine Null Pointer Exception? Okay. Eine Möglichkeit der Fehler Verarbeitung möchte ich euch zum Schluss noch zeigen. Dann möchte ich mit dem Thema Exceptions abschließen. Ich kann nämlich sagen, ich interessiere mich nicht dafür, dass hier irgendwelche Fehler auftreten könnten. Und alle Fehler, die hier auftreten, die übergebe ich an die Methode, die mich aufruft. Also die Methode main, die ruft ja die Methode add auf. Und wenn ich sage, hey, ich möchte mich selbst nicht um die Fehler kümmern, dann kann ich diese Fehler an die aufrufende Methode weitergeben und ich sage dann, okay, liebe Methode, du rufst mich ja auf. Bei mir kann ein Fehler passieren, aber alle Fehler, die bei mir passieren, möchte ich nicht selbst behandeln, sondern ich möchte, dass du die behandelst. Und damit gebe ich die raus an die Methode, die mich aufruft. Und nehmen wir mal an, wir hätten jetzt wieder Null als String Array. Dann können wir also in der Main-Methode ein Try-Catch-Block verwenden. Und wir können sagen,
obwohl der Fehler in der Add-Methode auftritt, wollen wir den in der Main-Methode behandeln. Ja, und die Add-Methode, die da gibt es eine Exception, die wird aber nicht dort behandelt, sondern sie wird weitergegeben an die Main-Methode, die hat ja die Add-Methode aufgerufen. Und ich kann das auch mischen, ich kann sagen, okay, ein paar Fehler behandle ich in der Methode Add, aber alle anderen Fehler möchte ich gerne an den Aufrufer weitergeben. Und was passiert, wenn selbst der Aufrufer diese Methode nicht behandelt? Wenn ich zum Beispiel sage, okay, selbst die Main-Methode soll einen Fehler weitergeben, was passiert dann? Wer behandelt dann den Fehler? Ja? Die Methode, die Methode aufruft. Genau, und wer ruft die Methode Main auf? Die Virtual Machine von Java. Die virtuelle Maschine, beziehungsweise ich als User. Das heißt, ich als User kriege dann diese Methode um die Ohren geschlagen und das ist genau der Fall. Auf meiner Konsole steht jetzt, dass in meinem Programm ein Fehler existiert. Das ist also der Standardfall, wenn man keine Fehlerbehandlung macht. Dann wird das Programm abgebrochen und der User wird der Fehlerbehandlung betraut, indem er diese Nachricht bekommt. Und alle Fehler, die ich allerdings nicht dem User anvertrauen möchte, weil jetzt bricht das Programm tatsächlich ab, ja, der Tesla würde jetzt gegen den Baum fahren, und wenn ich dort einen Scheibenwischerfehler abfangen möchte, ohne dass gleich das ganze Tesla-Ding kaputt geht, dann würde ich halt in der Scheibenwischer-Methode einen Try-Catch-Block verarzen, also ihn dort schreiben und damit dann den Fehler verarzen. Und dann wird der User nicht mit dem Fehler selbst behelligt, weil das Programm selber verarbeitet und repariert. Also was sollte bei euch hängen geblieben sein? Ich kann mit einem Try-Catch-Block auf bestimmte Fehler reagieren. Ich kann einen Bereich, den sogenannten Try-Scope, überwachen lassen auf einen bestimmten Fehler, den ich im Catch-Bereich dann verarbeiten möchte. Wenn ich allerdings Fehler erwarte, die ich nicht selbst verarbeiten möchte, kann ich diese mit Throws an die Main-Methode übergeben.